Was sieht können wir auch. Weil Platz ist hier relativ wenig dadurch, oder? Warte. Hachi, Gesundheit. Danke. PD. Alla. Wie kann ich das dann wieder weg zerstören? Genau. Oh mein Goodness. Erdgas gemacht. Ladungsmittellagerfundament. Weg mit dir. Okay. Danke. Bitte. Ja, keine Ahnung, du kannst es ja hier hinbauen. Das hier ist gerade gut Platz. Ja, baus einfach mal du irgendwo. Ich gedacht, einfach nur, damit man so ein bisschen, damit man nicht die ganze Zeit so herum, also nur so ums Eck laufen muss. Guck, man kann eine Scheune machen mittlerweile. Mhm. Also jetzt gerade, wir beide, du und ich. Ja. Ich würde, also wir müssen eh beides bauen. Okay. Jede helfende Hand ist willkommen. Ja, ja, ich komm schon. Schnauze. Okay. Ich möchte auch die Wege bauen. Ja, ja, ist ja... Dass das hier toll aussieht. Was wir auch bräuchten, wären... Soll ich die Scheune... Wo soll ich denn die Scheune hinklatschen? Oder willst du die einfach irgendwo hinklatschen? Nö, mach irgendwo hin. Guck mal, ich mach hier oben frei. Ja. Und dann machen wir die da oben hin. Hauptsache, die Leute finden die Wege, ne? Das ist halt immer so. Ja, ja, das... Hattest du da Probleme bei dir, oder? Immer. Oh, echt? Ja. Nie die Wege gefunden. Und das hatte ich tatsächlich nicht. Und deswegen hatte ich immer größer gebaut. Ich habe alles, ich habe quasi eine lange Straße gezogen, von hier bis zu so einer Hauptstraße und habe dann einfach so, ja, Manhattan Project draus gemacht, lauter so Vierecke und bla. Ganz gut funktioniert anscheinend. Oh, okay. Okay, 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 okay. Gut. Ich habe keine Angst. Oh Gott, ich muss mal kurz Sachen ablegen. Ja. Yeah. Ich gehe mal bauen. Ich auch gleich. Es fehlt noch ein Holzstamm. Ja, den habe ich schon. Den bringe ich gleich. Sehr gut. Das brauche ich nicht. Das brauche ich erstmal auch nicht. Ja, ich hatte 20 Steine dabei. Ja gut, was willst du denn damit machen? Ja, die habe ich halt jetzt ins Lager gelegt. Die brauchen wir bestimmt irgendwann. Okay, ja, okay, 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 okay. Du wolltest doch nur nach mir werfen, gibt's doch zu. Oh, den Platz für die Scheune hier, komm. Ach, nein. Oh, wenn du nach, wenn du dementsprechend nach Holzstämmen suchst, ich pack mal in unsere Holzfällerhütte Stöcke und Holzstämme rein. Dann kannst du sie dir abholen, ganz einfach. Und ich holz hier einfach weiter. Also das packst du in den Holzschuppen, oder was? Ja. Also da oben, wo man halt Holz herstellen kann dann. Ja. So, Stroh ist schon mal dran. Sehr gut. Gut. Ja, mach ich halt noch vier Stöckis neu. Immer neu. Wo ist jetzt die Holzfäller? Das ist die da oben, gell? Yes. Ja, waren jetzt 3 Tage zu wenig oder ist das jetzt okay? Das ist okay. Ich weiß es auch nicht. Es ist okay, denke ich. Ja, oder? Okay. Mehr wäre... Ich weiß nicht, bei mehr hätten wir wahrscheinlich ein ganzes Dorf schon gebaut. Okay, ja, stimmt auch wieder. Und ich glaube, es waren sonst auch immer 3. Also von daher, ist okay. Brauchst du... Holz. Ich
Fax neu. Ja, pack's rein, ja. Ich verbaue gerade die Stöcke. Sehr gut. Los Stockos. Ja, habt ihr jetzt gerade 8 Stämme reingeknallert? Yes. Kannst mir auch Stöcke reinknallern. Hast du auch. Okay. Kannst alles mitnehmen. Das werde ich tun, ja. Während ich hier Fichten. Umhaue. Ja, mit dem Hammer. Jetzt kann ich gleich nicht mehr laufen, oder? Ah, ne, doch, geht schon. Alpha, Beta, Gamma, das ist voll der Hammer. Entschuldigung, ich habe mich gerade stumm geschaltet und gelacht. Besser so. Oha, neues Level, Produktion. Cool. Nice. Was produzierst du so? Das weiß ich noch nicht. Manchmal mich, aber okay. Was? Zack. Zack. Irgendwo hat da noch ein Stückchen gefehlt, oder? Nee, doch nicht. So. Nee, es fehlen, glaube ich, nur noch Holzstämme. Okay, ich habe auch Fertigkeiten. Oh, 5% Erfahrungsgewinn beim Arbeiten in der Küche. Nee, erstmal ballern wir Erfahrungsgewinn hoch. Ja, Alex, Küche und hier alles Landwirtschaftmäßige werde ich wieder vollkommen. Hast du wieder Baumstämme dabei? Sie sind drin, 10 Stück. Ah, sind schon drin, okay. Ich muss gerade gucken, dass wir die Scheuer reinhauen. Wo sind denn? Ui, jetzt muss ich hinschleichen. Rennen. Boing. Okay. So, ich hab dir eine Scheuer hingehauen, die müssen wir jetzt auch noch machen. Yes. Brauchst du Hilfe? Ja, ich hab nicht genug Holzstämme. Warte, ich komm noch wieder. Was haben wir denn hier? Einen habe ich. Alter, der braucht ja echt viele. Das Ding ist echt kostet sehr viel. Ja, ich hole schon mal auch alle Lebensmittel und pack die dann da rein, damit die da richtig liegen. Yes. So, Truhe. Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Gebratenes Fleisch, Gänseblümchen, Roggenbier. Yay, wir können ein einfaches Haus bauen. Alex hat unreife Beeren gepflückt. Ja. Was können wir bauen? Ein einfaches Haus. Oh. Ach, jetzt kommt's bei mir. Das dauert ein bisschen, ne? Oh, das ist aber jetzt schon. Vor allem, die können wir ja noch verputzen und alles, Mama mia. Ja, so weit sind wir noch nicht. Nein. Aber da gleich. Zwei Stück weggehen. Entschuldigung. Du stehst mitten im Weg. Ja, bitte schön. Schlag mich halt. Was? Schlag mich halt. Okay. Du weißt, dass es in dem Spiel geht. Ja, das stimmt. Ja, okay, stimmt. Da gehe ich mal 16 bestätigen. Gänseblümchen, Roggenbier, Haferbrötchen, Trockenfleisch, die Beeren. Wobei, war das nicht so, dass wenn du unreife Beeren da reinlegst, dass die das essen und auch krank werden können? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, es gibt ein Naturheilgebäude, das weiß ich noch. Wo du Medizin herstellen kannst. Ja. Ich glaube, die Beeren lege ich mal nicht rein. Ich warte es nicht so hier, dass das passieren kann. Ich behaupte das mal. Ich guck mal kurz was. Nahrung. So, Steine kann ich reintun. Ja, stimmt. Hier wird ja alles immer schlechter.
Ich baue dir extra die Scheune, damit du Körner bekommst und so weiter zum Wiederanbau. Stimmt, ich habe ja noch ein paar Körbe und sowas. Gott, muss ich auch noch. Ich tue dir mal nicht da rein. So. Soli. Hat schon wieder ein Baum dran geglaubt, ja. Okay, Baumstämme habe ich zumindest jetzt für den Bau schon mal. Jetzt brauchen wir Stöcke, unglaublich viele. Okay. Gleich haben wir die Scheune. Hallo, nimm den Holzstamm. Schön mit dem Hammer drauf knüppeln. Yes. Okay. Oben brauchen wir wieder Stroh. Oh, mein Hammer ist kaputt gegangen. Ah, oh, meiner auch gleich. Ich hol mal schnell. Oh, ich brauch's noch mehr. Glaubst du gar nicht mehr? Wenn ich total erschöpfte. Immer nur kloppen, 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 kloppen. Ich freue mich auf den Moment, wo du dann endlich das Feld beackerst. Egal auch. Ich sehe schon. Oh, ich habe hier Morcheln gefunden. Ich weiß nicht, ob du die gut findest. Ja, braucht man bestimmt für irgendein Rezept. Aha. Wie komme ich jetzt an das Dach daran? Ich bin gestorben. Ehrlich? Ja. Von einem Baumstamm getötet. Ironischerweise. Ich habe einen Falken getötet. Ich nehme den gleich mal mit. Nico, ich habe einen Falken getötet. Ja. Der war in unserer Bude. Ach, du bist in unserer Bude aufgewacht? Ja. Ja, immerhin das, aber du hast jetzt alles aus dem Inventar verloren, oder was gibt's hier für Strafen? Wenn man stirbt, gibt's überhaupt welche? Und ich hab alles, wie immer. Okay. Mir geht's also gibt's keine. Nö, Fertigkeiten sind alle noch da. Ja, aber das wäre ja auch sichtlich dumm, weil, Alter, was kann ich für diesen Baum? So, der lag schon. Wie, der lag schon? Ja, der lag auf dem Boden, ich hau drauf und auf einmal, ja, bin ich kaputt. Ich dachte, du bist irgendwie drüber gestolpert oder so. Nein, gar nicht, gar nicht. Ach, ich geh mal wieder Stroh sammeln, geil. Viel Spaß. Danke. Bin ich froh, wenn wir das erste Mal Weizen ernten. Oh Gott, dann sitzt du ja nur noch da. Und da dann 100 Mal Stroh rauskommt oder so. Oh, stimmt. Oh. Elsen. Oh, wir können bei uns hier direkt sogar Stein abbauen. Ich habe 2 Spitzhacken gebaut. Am Fluss, am See. Cool. Also wir müssen nicht so dumme Steine sammeln halt. Ja, das ist die Idee dahinter, dass wir dann hoffentlich demnächst damit auch anfangen. Okay, ich trinke mal schnell was. Zack. Ach, stimmt jetzt. Zack. Okay, ich brauche noch 3 Holzstämme. So. Oh, ich habe wieder ein neues Level. Nice. In was? Achso, sammeln wahrscheinlich. Ne? In Überleben, ja. Oh, ich habe in Gewinnung ein neues Level. Schön. Weil ich gefühlt gerade wahrscheinlich die ganzen Bäume wegknüppel. Muss ich mich auch mal gleich verbessern hier.
Jetzt führt fast nur noch oben was. Überlebenskenntnisse habe ich schon mal 3 von 3. Das ist doch was. Nice. Ab dem Prüfmodus, wie ging denn der nochmal an? Alt. Alt. Ah, ja. Okay. Ich erhöhe mal. Ich hab bei mir so eine Möglichkeit hier, dass ich Steine und Stöcke und bla leichter finde im Prüfmodus. Nice. Der fällt in die falsche Richtung. Okay. Ich gebe dir einen Tipp, wenn du einen Baum hackst, beweg dich dabei nicht nach links oder rechts am Stamm vorbei, weil der kippt dann auch in die Richtung. Bedeutet, immer da, wo du stehst, kippt er hin. Okay. In die entgegengesetzte Richtung dementsprechend. Das Dach hat ein paar Löcher, hä? Ist das normal? Ja, das war ein Baum vielleicht. Du weißt, die Bäume hier, wir haben keinen richtigen Förster, ne? Eieieiei. Ich repariere das mal. Vielleicht ein bisschen. Ich hab's repariert. Dankeschön. Jetzt haben wir das auch. Dreschboden, hier kann man jetzt. Yes, Weizen, Hafer, Roggen, Flachs. Oh Gott, die ganzen Schemas muss man kaufen auch wieder. Ja, deswegen fange ich gerade an. Tierfutter, Dünger, Brechtung oder Verdorbenes. Okay, Alter. Gut, Alex. Ich pack mal. Das läuft doch. Das läuft doch. Ich geh mal rüber und fang schon mal an, wild zu produzieren. Und alles, was ich fertig habe, schmeiße ich hier rein. Das heißt, wenn wir beim nächsten Mal irgendwo hingehen. Was brauche ich denn hier? Ah, okay. Ich muss Bretter herstellen. Dann kann ich Fiolen machen daraus. Ein Lagerfeuer braucht man ja nicht. Wir haben ja da drinnen im Haus was, gell? Vorerst, ja. So. Ich weiß nicht, wollen wir am nächsten Tag dann in der Stadt kurz überlaufen? Ich bin überlegen, soll ich Fallen bauen schon? Liefert Fleisch und Fell. Schlecht wär's nicht, ne? Kaninchenfallen. Die würde ich mal vielleicht so neben die Scheune, oder? Da, wo wir Kaninchen fangen würden. Ja gut, ich glaube, die laufen da sowieso. Okay. Rein. Okay. Ach, das wird so direkt gebaut. Ach Gott, jetzt muss ich Stöcke sammeln. Okay. Eine Kaninchenfalle haben wir. Ich stelle gerade hölzerne Fiolen her. Können wir gleich verscherbeln. Okay. Mal gucken, ob der alte Trick noch funktioniert, weil wenn du hölzerne Fiolen verkauft hast, hast du immer, Ach, wir können nur eine Falle bauen. Es gibt ein Fallenlimit. 1 von 1. Ah, okay, dann bauen wir halt nur eine. Ja, wenn du Fiolen verkaufst, dann kriegst du übelst viel Geld, weil du kriegst mit einem Brett 10 hölzerne Fiolen. Was macht denn ein Möbel zum Aufbewahren von ein paar Gegenständen? Auch geil, ein Möbel. Ein Möbel. Ein Möbelstück. Als ob man das jetzt nicht in dem Haus platzieren kann. Ach, ihr seid doch Pimmelberger, sage ich euch. Ja, dann baue ich den Korb halt draußen, gell? Ich dekoriere nämlich ein bisschen mal. Stühle, Bänke, Tische, Beleuchtung. Nein, das möchte ich nicht. Pflanzen. Du kannst einfach Tonvasen mit Pflanzen drinne bauen. Geil ist das denn? Oh cool, wir können sogar eine Toilette bauen.
Arbeitsstationen. Da, Wäscherei.